Hallo liebe Gravity Community, heute geht es um das gute Stück, das Norco Side. Das soll nicht nur gut bergab funktionieren, sondern auch tadellos bergauf gestrampelt werden. Ob dem auch so ist, erfahrt ihr in diesem Video. Norco gehört wohl zu den absoluten Szenekönigen. Der Hersteller aus British Columbia versorgt uns schon seit Jahren mit absoluten Highlight-Mountainbikes. Mit dem Side präsentieren sie ein All-Mountainbike, was bis vor ein paar Monate auch in der EWS zu sehen war. Wurde vor wenigen Wochen halt von dem neuen Norco Range abgelöst. Das hat mittlerweile auch mehr Federweg und ein High-Pivot-Design. Aber das Side will da auch eigentlich gar nicht hin, denn es ist ein All-Mountain. Gehen wir ein bisschen auf die Optik und die Features ein. Wir haben hier das Norco Side in der C2 Shimano Variante. Wir haben einen Carbon Hauptrahmen, einen Aluminium Hinterbau, komplettes 29er Modell, wie gesagt mit Shimano Ausstattung. Die Farbe ist ein Lila mit silbernen Decals. Meiner Meinung nach wirklich sehr schön. Man wird auch hin und wieder drauf angesprochen. Mir gefällt es, den Leuten anscheinend auch. Wem die Farbe aber nicht ganz so anspricht, der kann sich aber auch noch die anderen Modelle anschauen. Dazu werde ich euch den Link in die Videobeschreibung packen. Ein Feature, was laut der Foren auf keinen Fall an einem modernen All-Mountain-Enduro-Bike fehlen darf, sind natürlich Flaschenhalter. Wir haben hier am Unterrohr einen und wir haben am Oberrohr auch noch Mount-Möglichkeiten. Da könnt ihr eure Tools oder ähnliches verstauen. Am Hinterbau haben wir natürlich einen Kettenstrebenschutz. Der macht das Fahrrad nicht nur leiser, sondern der schützt natürlich auch die hintere Kettenstrebe vor Schlägen der Kette. Am Hinterbau hat sich ein bisschen was verändert, am Dämpferdesign meine ich. Wir haben zwar immer noch ein Horstlink-Design, das wurde aber so überarbeitet, dass es, wie es mittlerweile in der Mountainbike-Branche typisch ist, im Einfedern im hinteren Achsweg erstmal ein bisschen nach hinten wandert, somit Schläge und so weiter erstmal ordentlich wegschluckt. Kommen wir zur Geometrie des Norco Sides. Wir haben hier natürlich wieder Norco-typisch, das Ride-Align-System heißt, die Kettenstrebe, Lenkwinkel und weitere Teile des Fahrrads wachsen mit der Rahmengröße oder werden proportional zur Rahmengröße auch wieder kleiner. Das soll dem Fahrer immer das gleiche Gefühl geben, egal auf welcher Rahmengröße er sitzt. Natürlich abhängig von seiner eigenen Körpergröße. Wer das Fahrrad ein bisschen kleiner will oder ein bisschen größer will, kann natürlich auch darauf achten, aber Norco will somit jedem das optimale Fahrgefühl auf deren Fahrrädern bieten. Das uns zur Verfügung gestellte Modell kommt in der Größe L, heißt, wir haben hier einen Reach von 485 mm, einen Lenkwinkel von 64 Grad und einen Radstand von 1262 mm. Heißt, wir haben eine moderne Geometrie, die aber nicht überfordert, die bergab gut funktioniert und dank des fast 78 Grad steilen Sitzwinkels funktioniert das Norco natürlich auch wirklich extrem gut im Uphill. Wie schon erwähnt, haben wir hier das Norco Side in der C2 Shimano Variante. Das gute Stück kommt mit einem kompletten Fox Performance Fahrwerk. Heißt, wir haben die Fox 36 Performance an der Front, die wirklich richtig geschmeidig funktioniert. Kombiniert wird das Ganze am Heck mit dem DPX2 Dämpfer. Zusammen ein sehr harmonisches Fahrwerk, was auch einige Fehler verzeiht. Muss aber dazu sagen, bei dem Dämpferdesign hinten mit 150 mm, den muss man ein bisschen auf den Hinterbau abstimmen. Da muss man ein bisschen rumspielen, bis man seine 30-25% Sack bekommt. Sobald das aber eingestellt ist, da könnt ihr auch übrigens das Ride-Align-Setup auf der Internetseite von Norco nutzen. Da findet ihr einen Setup-Guide. Sobald das eingestellt ist, funktioniert das Ganze tadellos. Wie der Name schon sagt, wir haben Shimano-Parts. Die Bremse ist die 4-Kolben SLX-Bremse mit 200 mm an der Front, 180 am Heck. Für das Fahrrad komplett ausreichend. Die Schaltung ist die Diore XT mit der SLX-Kassette. Auch da keine Wünsche offen. Weitere Komponenten sind ein Daity-Lenker, DMR Death Grips, ein STG-Sattel. Bei den Reifen haben wir hier den Assegai, der ist Serie drauf. Hinten ist normalerweise der Dissector drauf, hier haben wir aber einen Minion DHR2. Da es vom Side extrem viele unterschiedliche Modelle gibt, nicht nur Carbon, sondern auch Aluminium, nicht nur 29er, sondern auch 27.5, kann ich da jetzt nicht auf alle drauf eingehen. Ich verlinke euch, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung, da findet ihr die Norco-Seite und alle Modelle. Das Norco Side C2 Shimano, so wie es hier steht, ist für 6.799 Euro erhältlich.
Kommen wir zum spannendsten und wichtigsten Teil der ganzen Geschichte, dem Fahreindruck. Wir waren natürlich mal wieder am Gaiskopf unterwegs und auf unseren Hometrails, haben das Zeit ganz gut rangenommen. Der Gais war wieder mit am Start. Dazu blende ich euch jetzt wieder ein paar Clips ein. So, wie ihr sehen konntet, hatten wir eine Menge Spaß auf den Trails mit dem Fahrrad. Starten wir mit dem Uphill. Hier muss man ganz klar sagen, das Norco Side ist ein pures All-Mountain-Bike. Heißt, es funktioniert nicht nur bergab gut, sondern es glänzt bergauf auf aller Linie. Wir haben hier, wie gesagt, einen knapp 78 Grad steilen Lenkwinkel. Der Reach ist nicht zu krass, heißt, wir sind nicht zu gestreckt auf dem Fahrrad, kommen überall gut bergauf. Die Schaltung funktioniert super und das Fahrrad ist tatsächlich relativ leicht. Geht's bergab, funktioniert das Side tatsächlich genauso gut. Die 160 mm vorne, 150 mm hinten, Fox Performance Fahrwerk, was will man fast mehr? Natürlich gibt es noch Kashima-Beschichtung, aber die braucht man als normaler User eigentlich nicht, außer man besteht darauf. Die Bremsen 200 mm vorne, 180 hinten, machen auch, was sie sollen. Man kann damit schnell durchs Gelände hacken. Das Fahrrad klebt förmlich am Boden. Aber sobald es auf flowige Trails geht und auch mal auf eine Jumpline, haben wir immer noch genügend Pop im Vergleich zu reinen Enduro-Bikes, muss man natürlich sagen, kommt man hier mit 160, 150 mm vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ans Limit. Aber da will das Side auch eigentlich nicht hin. Wer gerne Trails fährt und gerne auf technischen Trails unterwegs ist, hat hiermit auf jeden Fall das perfekte Fahrrad für sich gefunden. So, kommen wir zu dem einzigen kleinen Schwachpunkt. Schwachpunkt will ich jetzt auch nicht direkt sagen, aber der Hinterbau, der Aluminium-Hinterbau, wirkt gerade auf unserem Flowtrail im Gaiskopf. Wer ihn kennt, weiß, was ich meine. Man ist da ziemlich schnell unterwegs und kann die Anleger extrem stark pushen. Da hatten wir akustisch das Gefühl, dass der Hinterbau schleift oder klappert. Das kann aber auch getäuscht haben. Ansonsten funktioniert das Fahrrad wirklich tadellos. Als Enduro-Bike würde ich es jetzt, als reinrassiges Race-Enduro-Bike würde ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber wie gesagt, wer gerne auf technischen Trails unterwegs ist und gerne bergauf pedaliert, hat mit dem Side wirklich ein absolut perfekt passendes Fahrrad. So, das war's soweit zum Norco Side. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie wie immer gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt noch eine Runde drehen und lasst ein Abonnement da, ein Like, falls euch das Video gefallen hat, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.